Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und oi, da kommen welche ganz langsam zu mir hingeschlichen hier und wollen bestimmt noch Sachen bauen. So, dann kann ich hier aber schnell mal, das kann ich auch mal machen. Jetzt habe ich den Typi wieder mit aufgenommen, ne? Das ist ja auch egal. So, der wird hier irgendwann wieder losfliegen. Gut, jetzt gibt es hier Gleise geliefert, das ist auch sehr schön. Was ich aber eher brauche, ist, und da weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht herstellen, ne? LTN-Kombinator, kann ich mir die bringen lassen? Da welche? Da ist er. Haken dran. Ah ja, da gibt es welche irgendwo. Auf dem Weg einer geliefert, null. Ja, das ist auch nicht so viel, was es davon gibt. Na gut, okay. So, also da ist irgendwo einer in irgendeiner Phase denn da und ich könnte mir nochmal die Kisten hier liefern lassen. Da müssten eigentlich lieferbar 76, da haben wir dann erstmal 50 Kisten nochmal. Wir brauchen noch ein paar mehr, aber so ist es nicht. 48 pro Bahnhof jetzt, ja. Und wir brauchen natürlich die Entladesituation und da haben wir, habe ich da ein Blueprint noch für? Im Groben und Ganzen ist ja die Entladesituation doch recht eindeutig hier. Na, dass es mal in die richtige Richtung geht. So. Der geht dann hier unterirdisch bis dahin. Und kann dann hier ein Produkt entladen, welches hier nach oben geht. So. Was kommt denn unterirdisch hier dran wahrscheinlich? Ja, das können wir da dran mauern. Und das kriegt ihr natürlich von hier auch nochmal den nächsten Schritt. Moment. So, ist da rüber. Ja, geht so. So. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3. Unterirdisch bis dahin. Das ist blöd, ne? Das ist blöd, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd. Muss das noch eins länger werden hier. Aber auch kein Problem. Gehen wir hin. So. 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 Das wäre quasi den nach vorne raus transportiert für dieses Produkt und dann müssten wir hier noch raus transportieren für dieses Produkt halt. So, gucken, also macht sich das gut oder müssen wir das... Wir könnten noch alle vier zusammenlegen, ne? Mal gucken, wie das geht. So, da ist ja dann gefiltert wird da, da brauchen wir Faststapelgreifer haben. Gefiltert wird ja an der anderen Stelle schon. Also gefiltert wird ja beim Reinlegen in die Kisten. Da kommt ja nur bestimmtes Material in die Kisten rein. So. So. Hier fehlen noch ein paar Kisten zwischendrin. Aber die sollten ja auch irgendwann ankommen. So. Gut, dann ist dann hier das zweite Material. Das hier ausgeladen wird. Was ist. Kommt ja denn theoretisch hier und da dran, ne? Das müsste eigentlich nach hinten rausgelagert werden. Ich nicht gleich so rumlegen, aber gut, naja. War's ja egal, also. Kann ja immer im Kreis gelegt werden. So. Da hin. Geht das? Ja. Hat's noch. So. Gut so oder ist es nicht gut so? Ja, geht erstmal, ne? Aber wir könnten es direkt andersrum liegen. Wir könnten es direkt andersrum liegen, ne? Wir könnten es so machen. Hier rauskommt.
was da rauskommt. Gut. Okay, dann machen wir jetzt also hier die vorderen. So. Und ihr macht das blaue, dieses Zeug hier dran. Natürlich in die Richtung. So. Und der natürlich. Mal. Hier zwei drauf, ne? Der guckt so und der macht ein anderes Material. Und zwar macht der, was machen wir als zweites Mal? Das gelbe hier, okay. Aber in die Richtung. So. So wie der und der macht in die Richtung. Jop. So, und dann sind hier in den drei Kisten liegen ein gelbes Material drin, in den drei Kisten liegt ein blaues Material drin. Dann ist es eigentlich relativ schnell abtransportiert. Der hier, der hier. Ja, so lang. Und der ist so lang. So, dann liegt hier vorne in den dreien das blaue Material drin. Und da, genau. Sehr schön. Gut. So. Gut, so, dann haben die hier quasi, eigentlich kann ich die ja den, ja. Auch noch so ein bisschen auf Geschwindigkeit durchkonfigurieren hier. Ob man das unbedingt muss. Ist definitiv, achso, warte mal, nee, der liegt in die falsche Richtung. Eigentlich brauchen die das nicht, oder? Die liegen eh bloß hier drauf. Ich müsste nur wahrscheinlich, weil meine liegen immer auf das hintere Ende drauf. Ja, so rum nochmal. Komm, damit beide Seiten belegt sind. Das könnte auch schon wieder beim. Könnte schon wieder die ein oder andere Komplikation hier erzeugen. Na gut, egal, werden wir sehen. So, was dann hier hoch? Warum stehen hier keine. Da ist wieder keiner, ne? Was stoppen wir denn? So. Der mir Kisten liefert, sehr gut. Den kann ich ja hier jetzt Kisten zwischenstellen. So. Sehr gut. So, und die müssten ja theoretisch eigentlich hier direkt raus, ne? Das gucken wir so jetzt erstmal nicht hin hier. Bei dem Hüschgeweih, was wir hier jetzt so für einen Blödsinn gebaut haben. Funktioniert für einen Zweierbahnhof ganz gut, für einen Viererbahnhof haben wir schon wieder Misty gemacht. Definitiv. So, gut. So. Geht das so erstmal raus? Ist aber nicht schön, ne? So, das muss ja dann hier ran. Also hier muss ja ein Produkt ran, blau. Und hier muss ein Produkt blau ran. So, mit zwei Förderbändern sozusagen. Und hier muss ein Produkt gelb und hier muss ein Produkt gelb ran.
So, dann wissen wir schon mal, dass das hier alles gelb ist. Okay. Kriegen wir dann auch noch gemanagt, hoffentlich. So. Das theoretisch geht ja hier dann ein Filament, aber ich will, wollen wir das hier über Kreuz nochmal verknüpfen, beide? Ich meine, es wäre eigentlich auch nicht weiter schlimm. Das sieht ja echt scheiße aus hier. Fällt mir überhaupt nicht, aber geht nicht anders, ne? Mit dem Ding hier. Ich könnte das jetzt noch da raus transportieren, das bringt ja überhaupt nichts. Wir könnten das doch so raus transportieren. Sie hier so in der Mitte treffen. Das Material hier hoch. Material hier hoch. Wäre eine Möglichkeit, ne? Die man da so in Betracht ziehen könnte. So, ist das Material jetzt hier abgegriffen? Das Material ist abgegriffen, und das Blaue. Nur so von einer Seite. Und das von der anderen Seite bloß noch darüber kriegen. Das Material müssen wir jetzt noch rauskriegen, aber warte mal. Eigentlich ist das ja auch völlig wumpig, ne? Also hier haben wir ja genügend, die rauslegen können. Zu wenig Platz dafür, ne? Zwischen. Aber ich könnte den hier ankommen lassen, ne? Dann fährt er bis da hinten hin. Aber dann machen wir die hinteren wahrscheinlich eher leer als die vorderen, oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie sich das denn hält mit den Kisten. Auch einfach bloß nach oben rausgebaut, ja. Verschiedene Materialien. Aber dann kommt über die Seite sehr viel ran, auf die Seite und auch jede Menge ran. Und hier kann man ja jetzt sagen, kann man hier wieder machen. Ja. Das wird noch hinten durchgegeben einfach. Tick, 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 tick. Von hier, dann da, dann da. Passt eigentlich schon, ne? Kann man das hier wirklich mal so mit dem Bogen machen? Na, müssen wir gucken. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Dass das sich hier gar nicht verbindet, sondern dass die unteren quasi von hier aus liefern, dann da mit einem Förderband hier dran gehen und die oberen hier mit einem Förderband da dran gehen. Ja, okay, machen wir so. Machen wir so. Machen wir so. Machen wir genau so. Durch. Unterirdisch hier. Da. Unterirdisch nach da. Der ganze Krempel, der kommt hier weg. So. Ach, der letzte auf den Teiler legen, ne? Ich weiß nicht, ob das geht, aber.
weiß nicht, ob welche Hälfte vom Teil da liegt. Not. Ich will ihm daher aber sagen, dass er hier mit hinlegen soll. Würde gehen, ne? So. Würde gehen. Da noch ein dran. Geht. Oh, ich mache das hier auch unterirdisch. So. Gut. Das sieht gleichmäßig aus. Das heißt, das Material wird noch daraus transportiert und das erste Material wird noch daraus transportiert. Dann kommt hier nur ein Material an. Hier wird die andere Seite noch mit belegt. Okay. Dann werden wir die jetzt hier abklemmen. Das einfach hier nach oben transportieren lassen. So. Das müssen wir wieder nach oben legen. Das kommt hier auch erstmal wieder weg. Das guckt in die falsche, das guckt in die falsche Richtung. So. So. Das guckt in die Richtung. Aber in einer anderen Höhe. In der Dreierhöhe, ne? Kommt hier nämlich der Teil dann da dran, Tag. Oder Tag. Tag. So. So. Eine Material. So, das andere Material. Den Teiler dahin und läuft dann Upsalat. Soweit nicht. Läuft dann hier durch. Kommt darauf an. Und geht damit hin. So. Dann müsst jetzt die drei immer in die Richtung laufen hier. Ich weiß noch nicht, auf welcher Seite er das von dem liegt, aber das werden wir sehen. Ist halt eben, ja, das ist ein bisschen wenig Platz hier zwischen, aber gut. Vielleicht hätten wir das dann auch einfach nach oben drehen und dann abwinkeln. Wäre auch gegangen, ne? Könnte man auch noch machen, ja, aber naja, gut, passt ja erstmal soweit. So, gut, dann kommt hier ein Förderband raus, dann kommt hier ein Förderband raus. Also dieses Förderband geht dann bis hier so ungefähr hin. Da kommt der Teiler dran. Was dann natürlich dazu führt, dass von hier unten irgendwo Material herkommen muss. Damit der Teiler da auch was aufteilen kann. So, und dann geht's von da. Ups. Hier rüber. Und hier rüber. Sieht das gut aus oder sieht das nicht gut aus? Ich stelle aber keine Fragen. So, dann machen wir hier noch ein paar Strommasten da so dazwischen. Aber was können. So, und dann muss ich mir mal anliefern lassen, was ich hierfür brauche. Das ist wäre gerolltes Kupfer oder Kupferplatte. Gerolltes Kupfer kann ich ja selber herstellen. Mal gucken, ob ich mir Kupfer holen kann oder gerolltes Kupfer bestellen kann. Ist irgendwo drin liegt in irgendeiner Kiste hier? Nee.
Eine Kupferplatte, die nicht garantiert irgendwo drin, oder? Auch nicht. Oh, na gut. Dann muss ich mir das holen. Alles klar. Na gut. So, das heißt, wir brauchen dann hier vorne noch ein bisschen Strom einmal. Dann brauchen wir den Kameraden hier. Dann brauchen wir Faden. Alle Kisten anbinden hier. So. Und dann von hier nach da. Ist das nicht irgendwie, weiß ich nicht, an die Lampe ran? So. Du bietest nichts an, du bist erstmal im Netzwerk. Hat hier einer? Nee, meine Tastatur ist nicht gelockt. Ach, Caps Lock ist aktiv. Alles klar. Angebotsgrenzwert, Angebotsstapelgrenzwert. So. Priorität, maximale Zuglänge. Zuglimit 2. Strom muss ich hier noch herzaubern irgendwo her. Moment, wo kann ich von unten zaubern, ne? Ist doch hier irgendwo eine Strecke sich verbinden können. Gut. So, und dann müsstest du jetzt hier Anforderungsbahnhof machen. Ah ja. Okay. Bla 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 bla. So. Und zwar forderst du jetzt an blaue Dings hier. Und zwar so, muss ich ein Minus vormachen. So. Gut. Und dann forderst du an noch den hier. Gut, zwei Züge dürfen dann hierher fahren und jetzt kommt dann hier schon das erste Material an und dann kommt auch was nach oben und dann müssen wir uns dann schon um das Abwasser kümmern. Gut, das soll dann erstmal alles gewesen sein. Ich hoffe, dass ich hier jetzt mit den Bahnhöfen alles richtig gemacht habe, wo die das hinladen können. Ich muss mal gucken, wo der hin auslädt. Vielleicht kann ich den auf 90 Grad einstellen, dass das dann sauber aussieht und dass es dann hier beidseitig belegt wird. Hier müsste es eigentlich immer auf die äußerste Bahn gehen. Und also müsste das hier dadurch dann auch beidseitig dann kommen. Und, achso, das muss ich ja hier auch noch einstellen, dass wir hier beidseitig wären. Der legt das immer auf die äußerste Bahn. Das passt schon mal denn hier. Was denn von der Seite ranlegen? Der legt das hier immer auf die äußerste Bahn. Das passt hier auch. So. Gut, dann müsste das nämlich hier noch beide Seiten aufstocken. So, jetzt müsste irgendwo ein Zug unterwegs sein, der quasi hier oben reinfährt und hier blaues Material haben will. Gelb will er jetzt haben. Ups, verdammt, der andere schon da. Ah, der andere kommt hier schon angereist. Da kommt er schon und wird jetzt hier fleißig ausgeladen. Das sollte eigentlich ganz gut klappen hier mit denen in der Zeit. So. In die Kisten reingelagert. Und dann läuft das Material hier hoch. Und dann läuft das hier rein. Und dann läuft das da raus. Und da laufen die Ionen raus. Ja, das ist doch schon mal schön. Dann laufen jetzt hier die Förderbänder erstmal voll. Bis zum Anschlag hin und gucken wir uns das natürlich nachher mal an, wie das denn da läuft. So, blau wird überall rausgeladen. Könnte sein, dass die hinteren Kisten später erst entladen werden oder sowas. Das weiß ich nicht genau, wie das genau funktioniert. Aber das scheint hier auch zu funktionieren. Und hier die gelben gehen jetzt in die Richtung. Die werden natürlich noch nicht aufgenommen, aber ne, sie fahren hier schon mal hoch. Hier weiß ja noch keiner, dass er das Gelbe machen soll. Aber auch das gelbe Material ist sauber angefahren und abgefahren worden. Das ist ja abgefahren, angefahren. Ne, wieder nur. Egal. Funktioniert soweit. Das finde ich schon mal schön. Dann machen wir da ein Foto von und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.